Na, das war jetzt nicht so viel hier und deswegen Stau. Ja, die müssen wir aufräumen, die müssen sauber machen. Ach so. Ja, aber siehst du mal, wegen so einer kleinen Sache. Oh, jetzt ist im Gegenverkehr auch Stau. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall. Wie läuft das da eigentlich mit der Raffinerie? Die bringen Rohöl mit dem per Schiff nach Karlsruhe und dann machen die das zu Benzin und dann nimmst du das mit. Per Schiff und per LKW teilweise. Da gibt es von Mannheim aus zum Hafen jetzt eine Spedition, die macht nichts anderes als Benzinverkehr von Mannheim nach Karlsruhe. Das ist mit 506 LKW macht ihr das. Aber das ist statt Rohöl, wenn das Rohöl verarbeitet und wir fahren das dann aus. Ja gut, aber das Rohöl, das kommt ja nicht von Mannheim. Nee, da kommt der Hose raus. Also vom großen Mann kommt der schon im Schiff hier in Deutschland, ja. Ja, warum fährt denn das Schiff dann nicht einfach die 60 Kilometer weiter nach Karlsruhe? Ich weiß nicht, Hafengröße, Hafenkapazität, was weiß ich noch. Schifffahrt ist ein Metier, das ist nochmal eine ganz andere Ausnahme. Ja, wer weiß, wird schon seine Gründe haben, also. Irgendwas Ökonomisches. Weißt du, Logistik hat grundsätzlich immer nicht viel mit Logik zu tun. Ja, gut. Aber irgendjemand hat da bestimmt eine Berechnung angestellt und festgestellt, okay, per LKW ist günstiger. Ja, das ist, je nachdem, wie gesagt, Kapazitäten oder Notfallpläne, ich weiß nicht. Ah ja, ja gut, bei Niedrigwasser, bei Hochwasser gibt auch immer Probleme. Ja, richtig, da müssen wir wieder einspringen. Und wenn die Bahn kaputt ist, wenn jetzt hier der Tunnel in Rastatt, dann müssen wir irgendwie so wieder herhalten. Ja, wobei die Bahn, die hat jetzt auch, die spart jetzt alles weg. Strecken, Gleise, alles Mögliche und dann muss man sich nicht wundern. Ja, ja, das ist. Ja, das wird sich in den nächsten 10 Jahren nochmal entscheiden, entwickeln und verwandeln und dann sehen wir mal, wo die Reise hinführt. Ja, jetzt haben wir die große Koalition, jetzt können die weiter Mist bauen. Ja, da fahren jetzt gerade ein paar Expressautos auf der linken Spur. Was für Expressautos? Die ein bisschen schneller fahren wie 130. Ach so, ja. Lass ihn machen. Würde ich auch, wenn ich könnte. Ja klar, nur dann fahren die halt schneller in den nächsten Stau. Gut, aber zwischendrin der Spaß, so, das führte wieder. Ja, aber solche Sachen kannst du eigentlich nur Sonntagmorgen zum 8 machen, wenn noch alle schlafen und ja, dann kannst du auf der Autobahn Gas geben. Ungestörter halt, ja, auf jeden Fall. Ja, nur dann kannst du die volle Geschwindigkeit entfalten, aber so, da wird dir immer irgendjemand rausfahren und ja, ausbremsen. Ja, da kannst du auch ganz gut Auto beschleunigen und ein Auto ein bisschen genießen, das ist auch was Feines. Das ist eigentlich sogar das Beste, wenn du eine gute Beschleunigung hast. Eben. Du hast doch, wenn du leer fährst, dann hast du doch auch eine gute Beschleunigung, oder? Ja, das sowieso. Das Problem ist nur dann, diese Kraft auf die Straße zu bringen. Da macht Fraktion das immer so. Naja, schwierig. Ja,
Ja, was machst du hier, dass du mit deinem Auto unterwegs bist? Ich bin gerade vor dir. Ja, hier, du bist gefolgt. Genau. Was machst du? Ich fahre jetzt nach Hause. Ja, ich fahre jetzt nach Hause.